bisschen sicherer fühle. So langsam läuft der Countdown. Der dritten Folge wird auf leicht gestellt. Das heißt Monster. Das heißt nicht so schöne Nächte. Wenn ich so einfach so mitten im Nirgendwo allein im Zelt hocke. Ohne Steinwaffen oder sonstiges. Ja. Also falls ich noch ein bisschen nach unten graben, ich weiß nicht. So in den späteren Folgen werde ich natürlich Eisen. Diamant. Mal gucken, ob ich das finde. Ja, Eisen sowieso. Diamant ist immer so eine Sache. Aber ich gehe mal stark von aus, dass ich da Erfolg haben werde. Ich glaube, es ist erstmal genug Stein. Oder warte mal. Wo das Kohle? Ne. Optische Täuschung. Sorry. An der Sicht war das, glaube ich. Ja. Beziehungsweise, ich habe keine Lust, dass meine Items komplett verloren gehen. Beziehungsweise die Karte, das ist eigentlich das Wichtigste, weil wenn zum Beispiel ein Creeper kommt, dann wäre das nicht so ideal, ne? Übrigens, ich habe mir so gedacht, diesen Roleplay-Faktor, den ich ein bisschen drin hatte, den kann ich halt eh kaum ausbauen, weil ich kein Roleplay-Partner habe erstens und weil ich das halt nicht so aufbauen kann wie früher. Das wäre nicht mehr zeitgetreu, aber ich werde hin und wieder auf jeden Fall mal Sachen reinpacken, ja, nur dass es ein bisschen lockerer wird, dass ich auch mal einfach so random ein bisschen Sachen abbaue, wie zum Beispiel in dieser Folge. Das ist wichtig. Ich habe mir letzte Folge gesagt, dass ich ab der dritten oder vierten Folge leicht einstellen möchte. Das werde ich auch machen. Das ist ja wahrscheinlich kein Problem. Aber trotzdem möchte ich nicht unbedingt direkt sterben. Wisst ihr. Ich habe eine Idee, dass ich das auch so ein bisschen so einen Berg rein verkette. Muss ich weniger bauen und ist weniger Stress. Wenn ihr mich versteht, ja, das tut ihr. Gut. So, ich denke, das sollte passen. Es muss jetzt noch nicht wunderschön sein. Nur, dass ich hier so ein bisschen Spielraum habe. Werde ich mir auf jeden Fall das Haus so bauen, dass es auch ganz schön aussieht. Ja. Das muss ja nicht direkt sein, wenn ihr mich versteht. Gut, dann würde ich das hier einfach zu pappen, würde ich sagen, damit ich hier so einen kleinen Schutz habe. Sagen, dass ich irgendwie so jede Folge wechsle den Schwierigkeitsgrad. Das heißt, dann ab der vierten Folge ist normal, dann ist schwer und dann ist wieder leicht. Versteht ihr? Damit ich so ein bisschen Spannung reinbekomme. Ich muss auf. Das kann man so als Vorbereitung zu Minecraft. Argon sein, ja. Weil die Welt ist ja ziemlich umwachsen. Ich verlinke euch nochmal die Folge. Beziehungsweise den Stream, den ich mit.
mit Silas gemacht habe. Ich denke, dann werdet ihr verstehen, warum es ziemlich kritisch ist. Ich meine, da sind wir sogar einmal gestorben. Also als kleines Nebenprojekt finde ich das echt ganz nett, so. Weil ich auch nicht wirklich, man verliert auch die Freude an einem Projekt, wenn man es halt die ganze Zeit durchzieht. Ja, wie beim Terraria. Ich weiß nicht, was ich das machen soll. Das liegt ja auch daran, dass ich das Spiel halt schon sehr oft durchgespielt habe und auch sehr oft Let's Play habe. Aber, du nächste Sache, ich werde es diesmal auf jeden Fall durchziehen. Ich glaube, meine längste Folge vom Let's Play her, die ich hier gemacht habe, in der Reihe ist 25, 26, irgendwie so. Nichts auf diesem Kanal, ja, wie sie versteht. Aber, so war's. Übrigens, ich werde wahrscheinlich Ende des Jahres keine Game Awards mehr machen, weil ich einfach dieses Jahr kaum Spiele gespielt habe. Bin ich ganz ehrlich. Ist ja auch eigentlich kaum was rausgekommen. Außer halt Animal Crossing, das habe ich gespielt. Das war jetzt aber auch wirklich kein Spiel, wo ich sagen kann, dass es Game of the Year wird, weil es hat mich an vielen Punkten enttäuscht, an vielen Punkten hat es mich überrascht. Aber es war halt nicht das Beste. Animal Crossing, das war trotzdem ein ganz gutes Spiel. Ja, so ist es nicht. Also würde das wahrscheinlich nicht Game of the Year werden, für mich, ja. Wie viele natürlich schon, die New Leaf nicht gespielt haben, das sind natürlich wundervolle Spiele. Es ist ja auch nicht schlecht, das Bausystem ist einfach fabelhaft, die Idee. Natürlich gibt es auch Sachen, die man umsetzen könnte, besser umsetzen könnte. Sieht aus wie so ein Bergbauhütte. Aber ist ganz gut gelöst, ja. Muss ich schon zugeben. Ja. Ich habe ja leider Final Fantasy 7 immer noch nicht gespielt. Das Remake. Ja. Werde ich vielleicht dieses Jahr noch zukommen. Ja. Aber sonst dieses Jahr kommen erst später Spiele, gute Spiele raus. Kommt bei Crash Bandicoot 4 raus, ja. Ich hab's irgendwie bemerkt, ich hab's gar nicht mitbekommen, ja. Ich meine, Crash Bandicoot 4 gab es schon, vielleicht ist das ein Remake, wer weiß. Ich bin mal gespannt, ja. Auf jeden Fall, Cyberpunk, ganz wichtig. Wohl den Titel, der noch auf jeden Fall als Schlussstrich des Jahres auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel wird. Ja, das ist ja von den Witcher-Machern und es kann ja eigentlich nur gut sein. CD Projekt Red ist generell eine ganz gute Firma. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das Spiel auch gut wird. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, weil ich jetzt nicht davon aus, dass sie sich da irgendwie was erlauben können, wo sie das Spiel erst so stark verschoben haben. Ich nehme tatsächlich jetzt das Bett weg und setze es da hin. Ja. Es ist zwar erstmal Tag, aber ich möchte auf sich